Für ein leistbares Wohnen wird von den Freiheitlichen die Wiedereinführung des zinslosen Darlehens gefordert. Dafür soll die Landesregierung Finanzmittel aus dem Landeshaushalt freigeben. Eine ähnliche Fördermaßnahme hatte es in Südtirol zwischen 2014 und 2020 gegeben. So könnte den gestiegenen Preisen am Wohnungsmarkt entgegengetreten werden. Ähnliche Formen haben wir ja schon in der Wirtschaftsförderung, wo wir auch Darlehen haben, die bei 0,2% liegen. Gespeist wird das aus dem Rotationsfonds. Und wir wissen, dass aus dem Landeshaushalt ja auch in den letzten Jahren immer mehrere hundert Millionen sozusagen mitgenommen worden sind aufgrund einer relativ vorsichtigen Planung im Haushalt. Und es ist jetzt höchste Zeit, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern eben auch der normale Häuselbauer, also Familien und arbeitende Südtiroler, die sich ihr Eigenheim finanzieren wollen, auch diese Möglichkeit haben. In den teuersten Wohngegenden Südtirols kostet ein Quadratmeter teils 12.000 Euro. Selbst vom Land geförderte Wohnungen erreichen Preise von über 400.000 Euro.